Bauen in Satisfactory ist eine von den Sachen, die leicht zu lernen, aber nicht ganz so leicht zu meistern ist. Irgendwie jedenfalls. Naja, jedenfalls gibt es ein paar kleine Tipps und Zusammenfassungen und vielleicht auch Informationen, die erfahrene Spieler noch nicht kennen, die ich euch im Laufe dieses Videos mal nahebringen möchte. Wahrscheinlich finden da nicht nur Einsteiger unter euch, sondern auch erfahrenere Spieler noch den ein oder anderen kleinen Hinweis, den sie eventuell so noch nicht gehört haben oder der, ja, vielleicht beim Fabrikbauen noch ein bisschen hilfreich ist. Das Spiel gibt uns ja eine übersichtliche, aber doch relativ gute Auswahl an verschiedenen Konstruktionen. Ich spreche dabei sowohl von den verschiedenen Fundamenten und Wänden, als auch andere Objekte, die man in eine Gebäudestruktur einfach nur für die Optik einführen kann. Beispielsweise Pipelines, Hypertubes, Förderbänder und andere Sachen. All das lässt sich super verwenden, um eine echt schicke Fabrik zu bauen. Nachfolgend möchte ich also für vor allem die Neueinsteiger ein paar Basics zusammenfassen, dass wir auch erstmal ganz genau wissen, auf welchem Level wir sein können und welche kleinen Tricks oder einfach nur welches Know-how praktisch ist, um überhaupt bauen zu können in Satisfactory. Und auf der anderen Seite auch vielleicht ein paar erfahrene Spieler nochmal den einen oder anderen Tipp versorgen, der vielleicht noch nicht gefunden wurde oder selber noch nicht bekannt war. Bevor wir loslegen, aber noch die Info, ich streame regelmäßig auf Twitch. Da spielen wir nicht nur Satisfactory, sondern auch andere Games, quatschen miteinander. Also wenn Fragen sind dazu oder zu allen möglichen anderen Sachen, die euch einfallen, kommt doch gerne vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich auf euch. Und wie sollte es auch anders sein, natürlich haben wir auch einen Discord-Server, sowohl für ganz themenspezifisch Satisfactory, aber im Prinzip auch alles andere, was euch so umtreibt. Und auch da seid ihr herzlich eingeladen. Auch den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Alright, zuerst die Basics, der absolute Urschleim für die Einsteiger sozusagen. Um etwas zu bauen, wählst du es im Baumenü oder der Schnellwahlleiste aus, zeigst mit der Maus auf die Stelle, an der es stehen soll und baust per Linksklick. Während du sozusagen die Blaupause der Konstruktion an der Maus hast, wird dir auch angezeigt, welche Materialien für den Bau benötigt werden. Bei Rohren, Förderbändern und Stromkabeln passt sich diese Anzeige je nach Länge an. In diesem Zustand kannst du deine Konstruktion per Mausrad auch drehen, bevor du sie platzierst. Wenn du trotz ausreichender Materialien etwas nicht bauen kannst, ist möglicherweise ein Tier oder ein Rohstoffklumpen im Weg. Auch darf das Gelände natürlich nicht zu abschüssig sein. Der wahrscheinlich am häufigsten verwendete oder ausgesprochene Tipp, in Anführungsstrichen, ist das Bauen auf Fundamenten. Darauf müssen wir jetzt hier nicht weiter eingehen. Aber der Unterschied ist, dass dir die Fundamente ein klares Raster vorgeben, auf dem du deine Bauwerke errichten kannst. Nicht nur in der Höhe, sondern auch in der Breite. Du siehst hier beispielsweise den Unterschied zwischen der Ausrichtung einer Konstruktion auf normalem Boden und im Vergleich dazu auf Fundamenten. Auch das Rotieren von Konstruktionen ist auf den Fundamenten übersichtlicher, da dir fast ausschließlich 90 Grad Drehungen ermöglicht sind. Der nächste Punkt sind fortlaufende Konstruktionen. Unter fortlaufenden Konstruktionen lässt sich alles verstehen, was du der Länge nach immer weiter aneinander connected bauen kannst. Also Förderbänder, Pipelines, Hypertubes oder Stromkabel. Alle haben die Eigenschaft, dass, wenn du von einem Startpunkt anfängst zu bauen, automatisch die nächste Stütze oder der nächste Zwischenpunkt mitgebaut wird. Du brauchst also nicht erst alle Förderbandstützen oder alle Strommasten errichten, um sie dann anschließend miteinander zu verbinden. Beim Bauen dieser Stützen hast du zum Teil noch weitere Optionen. Bevor du klickst, kannst du die Blaupause per Mausrad wieder drehen. Die Stützen sind auch die einzigen Konstruktionen, die sich auf dem Fundament im 45-Grad-Winkel ausrichten lassen. Der erste Klick setzt die Stütze an dieser Stelle auf den Boden. Jetzt kannst du durch Bewegen des Mauscursors die Höhe einstellen. Dabei sind vier verschiedene Höhenstufen möglich. Und bei Stützen für Rohre und Hypertubes kommt jetzt das Coole. Mit dem Mausrad kannst du zusätzlich eine Neigung einstellen. Auch das geht bis zu einem 90-Grad-Winkel. So kannst du es dir einfacher machen, Steigungen in die Rohr- oder Hypertube-Systeme einzubauen. Auch der Übergang zwischen einer vertikalen und einer horizontalen Ebene kann dadurch einfacher gestaltet werden. Ein zweiter Klick baut die Stütze dann in der gewünschten Form. Nächster Punkt, Fundamente und Wände. Nachdem du alle Pakete im Shop freigeschaltet hast, steht dir eine ganz ordentliche Auswahl an unterschiedlichsten Fundamentformen und Wandtypen zur Verfügung. Hier sind deiner Fantasie fast keine Grenzen gesetzt. Ausprobieren und inspirieren lassen heißt hier die Devise. So kannst du beispielsweise Fundamentrahmen nutzen, um darin Pipelines oder Hypertubes zu verlegen.
Auf Wunsch lassen sich diese Konstruktionen auch mit einem Glasfundament oder Gehwegen kombinieren. Wenn man komplett skrupellos ist, kann man einige Fundamente ineinander glitschen oder mit ihnen sogar die Hitbox von manchen Maschinen ignorieren. In einigen Fällen kann das sehr hilfreich sein. So lassen sich zum Beispiel mehrere verschiedene Fundamentecken auf ein und dasselbe Fundamentstück ineinander bauen. Auch kannst du die Eckrampen dazu einsetzen, näher an Gebäude wie zum Beispiel Wasserextraktoren heranzubauen, als das mit normalen Fundamenten möglich wäre. Einige Konstruktionen lassen sich für ein Upgrade oder Downgrade ersetzen, ohne dass man die Konstruktion vorher manuell entfernen muss. Am sinnvollsten funktioniert das natürlich bei den Förderbändern. Aber auch Miner, Förderbandlifte und Strommaste bieten diese Möglichkeit. Wandsteckdosen seltsamerweise noch nicht. Diese Tatsache bringt mich zu einer kleinen Erwähnung. Nach wie vor sind wir hier in der Early Access dieses Spiels. Es kann also sein, dass wir mit Update 4, was in einigen Wochen bzw. Monaten erwartet wird, oder im weiteren Verlauf dieser Spieleentwicklung sich einige Gegebenheiten hier ändern. Es ist also nichts in Stein gemeißelt. Und abschließend noch ein paar kleine Sondertipps. Nummer 1. Zu Beginn habe ich erklärt, welche Möglichkeiten man beim Bau einer Stütze für Förderbänder und Rohre hat. Diese Handhabung lässt sich im Optionsmenü Spieloptionen mit der Einstellung Führe Schnellbau beim Loslassen aus ändern. Wenn du diese Option auswählst, musst du die linke Maustaste gedrückt halten, um die Höhe und Neigung der Konstruktion einstellen zu können. Erst wenn du dann die Maustaste wieder loslässt, wird die Stütze wirklich gebaut. In anderen Situationen, wie zum Beispiel dem Bau einer großen Fundamentfläche, lässt dich dies schneller die Fundamente aneinandersetzen, was unter Umständen hilfreich sein kann. Nummer 2. Förderbandlifte lassen sich sehr vielfältig nutzen. Sie können direkt an Förderbandstützen und Splitter angebaut werden und ihre Höhe lässt sich alle zwei Stufen wieder genau an eine stapelbare Stütze oder einen Splitter angleichen, wenn man diese übereinander baut. Drittens, nutze unterschiedliche Konstruktionen oder Maschinen, um deiner Fabrik optisch etwas mehr Leben einzuhauchen. Dafür müssen diese Konstruktionen an der Stelle nicht mal unbedingt einen Zweck erfüllen. Eine einfache, flache Wand sieht wenig interessant aus. Glaswände sind schon eine nette Erweiterung. Aber du kannst auch mit Rohren oder Fundamenten versuchen, mehr Detail einzubringen. Farbliche Akzente setzen. Vielleicht sogar eine tiefere Ebene einsetzen, damit diese Wand ein bisschen mehr Dreidimensionalität bekommt. Und wenn man schon dabei ist, kann man in diese tiefere Ebene auch noch Maschinen oder andere Bauwerke einsetzen, auch wenn diese an dieser Stelle vielleicht gar keine Funktion haben. Die Liste an kleinen Bautricks lässt sich sicherlich noch ganz ordentlich erweitern, aber das soll es für dieses einsteigerfreundliche Video erstmal gewesen sein. Für weitere Ideen und Inspirationen kann ich dir wirklich nur empfehlen, dich auf YouTube und Twitch ein bisschen umzuschauen. Es gibt wirklich bemerkenswert gute Content-Creator und generell Spieler, die vielleicht dann auch mal nicht im Stream oder bei einem Video zu sehen sind, sondern ihre Bauwerke in der Satisfactory-Community, sowohl der deutschsprachigen als auch vielleicht der englischsprachigen, ausstellen in den Foren. Also da lohnt sich definitiv immer mal einen Blick reinzuwerfen, um neue Ideen und Anregungen zu bekommen. An dieser Stelle, wie schon kurz gesagt, sei natürlich auch ganz herzlich nochmal die deutsche Satisfactory Community angemerkt, die wirklich einen hervorragenden Job macht, schon einen sehr, sehr großen Discord-Server und ein Forum unterhält. Und ich kann euch nur empfehlen, schaut da mal vorbei, geht rein in den Discord und findet einfach auch eine ganze Menge Leute, die da toll dafür sind, um sich auszutauschen über das Spiel, tolle Ideen haben und auch bei Problemen super helfen können. Und wenn du mich einmal live erleben möchtest, sehen möchtest, wie wir Satisfactory spielen, Fragen hast oder generell einfach mal dabei sein möchtest, wenn wir was anderes zocken und so quatschen, dann, wie gesagt, komm rein in den Stream, in den Livestream auf Twitch. Ich würde mich freuen, wir streamen regelmäßig 3 bis 4 Mal pro Woche. Link, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Dann bedanke ich mich wie immer fürs Zuschauen und für den Daumen hoch. Wir sehen uns beim nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, euer Triggy. Leitung Hochforschungsabteilung. Von der haben wir auch schon mal was gehört. Liebe ist, wie halt so bei hochqualifizierten Wissenschaftlern auf dem Mond, wenn die so ein Whiteboard bei sich im Zimmer haben, so eine comicartige Zeichnung irgendwie von so einem kleinen Fusionsreaktor und daneben dann dieser Radarturm, das MPT, was die als ob das in der Grundschule jemand gezeichnet hätte, weißt du?